Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Heute am Montag wollen wir natürlich auch reinschauen, was so bei deinem Herzensmenschen los sein könnte, worüber er sich Gedanken macht, über die sexuelle Vereinigung. Ich glaube, dieser Mensch hat das Gefühl, dass du woanders dir deine Bedürfnisse stillen lässt. Das mag sein Kopfkino sein oder auch der Wahrheit entsprechen, aber er möchte so gerne die Hindernisse zu dir überwinden. Aber ich glaube, es ist zurzeit nur in seinem Kopf und er schafft es nicht. Er hofft und betet. Er hofft und betet darauf, dass du den ersten Schritt machst, sodass er in seiner Komfortzone sitzen bleiben kann und wird hier überhaupt gar nicht aktiv. Wenn ich so in die Energie des heutigen Tages reinspüre, dann habe ich das Gefühl, dass du einen guten Ausgleich wirklich verdient hast. Und das spürt dein Gegenüber. Aber er springt hier nicht über seinen Schatten. Er kommt nicht an einen Punkt, wo er es schafft, dir das Wasser zu reichen. Die 9 Münzen. Schau, wie schön du bist. Ja? Schau, wie unabhängig du bist und wie gut du alleine dastehen kannst. Du stehst da und strahlst und hast alles, was du brauchst. Und er fragt sich, was du überhaupt von ihm möchtest. Denn er ist in einer trüben Tassenenergie. Er sitzt da und jammert und sieht nicht, was für eine wunderbare Chance er sich entgehen lässt, weil er einfach nicht den Hintern hoch bekommt, sondern dort festhängt mit dem Gehängten, hängt er da rum, kommt nicht klar, lässt sich hängen und wird null aktiv. Schade, wirklich schade drum. Aber rumhängen und beten bringt uns in diesem Falle nicht weiter, wenn er es nicht schafft, seinen Hintern zu bewegen und diese emotionalen Verstrickungen in die Vergangenheit auch loszulassen, dann wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Na gut, belassen wir es dabei, muss er selber durchkommen, du gehst mutig deinen Weg weiter, du nimmst all das Gute an, was sich auf deinem Weg zeigen mag, denn du hast es dir wirklich verdient. Und wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich total über ein Like oder Kommentar. Und wenn du magst, sehen wir uns dann einfach morgen früh wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao.